unsere Fahne wehen. Es ist für jeden Schiff zu spät. Wir sind im Kampfe vereint. Des lieben Gottes Freude und aller Welt frei. Das Thema flache Erde ist zunehmend in aller Munde. Man findet unglaublich viele Videos dazu. Die meisten beschäftigen sich mit den technischen Details, wie was funktioniert oder wie etwas nicht funktioniert. Wie man auf Google Trends gut sehen kann, ist das Thema nun auch in Deutschland angekommen. 100% Aktivität zum Thema flache Erde sagen wohl einiges. Der Schwerpunkt dieses Videos soll sich jedoch um die Frage des Warum drehen. Warum macht es einen Unterschied, ob die Erde flach oder rund ist? Warum will man, dass wir glauben, die Erde sei rund? Welchen Unterschied macht das? Viele sagen, mir ist es vollkommen egal, ob die Erde rund oder flach ist. Solche Leute sind systemgemachte Ignoranten. Sie sind zufrieden, wenn sie ihr Bier, ihren Fernseher haben, ihr Smartphone oder ihre Spielkonsole. Diesen Leuten, also dem größten Teil davon, ist alles vollkommen egal. Sie haben sich lange in ihr Schicksal gefügt und leben in einer Realität der scheinbaren Zufriedenheit. Da sie sich nicht vorstellen können, wie die Welt wirklich aussehen könnte, wenn es um das Wohlergehen der ganzen Menschheit ginge, halten sie diesen Status quo für die Glückseligkeit. In meinen Augen sind diese Menschen hoffnungslos verlorene Seelen. Der Begriff kognitive Dissonanz könnte in diesem Zusammenhang fallen. Alles, was ihre Wohlfühlwelt stört, wird verdrängt. Auf das Thema flache Erde bezogen, sollten wir vielleicht einmal darüber nachdenken, wie Wissen überhaupt entsteht. Von frühester Kindheit an werden wir auf die Kugelerde getrimmt. Obwohl niemand je selbst im Weltall war und sich überzeugen konnte, ob die Erde tatsächlich rund ist, übernehmen wir dieses Wissen automatisch und nehmen es als unumstößlich gegeben hin. Alles Wissen in uns ist von außen gekommen, ohne Zutun des eigenen Denkens. Warum können wir überhaupt denken, wenn wir doch nur alles auswendig zu lernen haben? Man sagt uns etwas und wiederholt es die gesamte Schulzeit hindurch und wir übernehmen es als unsere Erkenntnis. Die Schulbücher, die Medien, eben alle stimmen in diesen Kanon mit ein und machen uns zu Fremdreflektoren. Aus uns kommt nur heraus, was uns eingegeben wurde. Der eigentliche Denkprozess wird vollkommen unterdrückt. Schon wer in der Schule oder auf der Uni eine unbequeme Frage stellt, wird sofort den Gegenwind bemerken. Das System ist vollkommen durchdrungen von Gleichschaltung. Wer dort ausbrechen will, wird als Feind angesehen. Das trifft sowohl auf wissenschaftliche Themen zu, wie auch auf politische. Wer das ganze Bildungssystem hinterfragt, wird feststellen, dass es eher einer Religion gleicht, als einem System, das große Denker und Persönlichkeiten hervorbringen will. Das System will herrschen und Macht ausüben, und dazu benötigt es gehorsame Menschen. Gehorsamkeit ist ein militärisches Element. Genau wie Soldaten im Gleichschritt marschieren, sollen die Menschen ebenso hauptsächlich Befehlsempfänger sein. Wer das als eine Verschwörungstheorie ansieht, ist halt vollkommen gehirngewaschen. Seht euch auf YouTube um. Hier haben die hohlsten Kanäle die meisten Hits und Abonnenten. Das ist auch genau so gewollt und zieht den Bildungsstand immer weiter in den Keller. Dumme Menschen kann man am besten lenken und manipulieren. Ich habe mir angewöhnt, mir Videos mit besonders vielen Dislikes anzusehen. Hier findet man sehr oft Chats, die von den Systemzombies, so nenne ich die Leute, die alles glauben, was man ihnen erzählt, praktisch zerstört werden durch ihre Dämlichkeit. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass ich mir mit diesen Aussagen zum Feind des Systems mache. Das ist mir aber egal. Ich bin ein Soldat der Wahrheit. Wenn ich nur einen einzigen Menschen erreiche, der diese Botschaft aufnimmt, hat es sich für mich gelohnt. Ich glaube an Gott, einen Schöpfer. Aus dieser Einstellung heraus muss einfach ein natürlicher Zweifel an vielen entstehen, was wir täglich sehen. Zu Gott hat mich mein Wissen gebracht. Ich sage immer, mein Wissen schenkte mir den Glauben. Wer an Gott glaubt, muss sich selbst auch für eine göttliche Schöpfung halten. Das impliziert eben der Glauben an sich. Und genau hier liegt der Kasus Knaxus. Du sollst dich nicht für etwas Besonderes halten. Du sollst denken, du bist ein Niemand in einem unendlichen Universum mit Trillionen Sternen und Planeten.
Dein Wesen wird praktisch total aufgelöst in einem unendlichen Raum der Fantasien. Man gestaltet für dich eine Realität, die von der echten Existenz weiter nicht entfernt sein kann. Gott hat keinen Raum in den Vorgaben dieses Systems. Du sollst dich dem System total unterwerfen, nichts hinterfragen und vor allem dienen. Du sollst ein Körnchen Nichts sein in diesem gigantischen Universum unendlicher Möglichkeiten. Je mehr du zerstreut wirst, desto besser. Spiele, amüsiere dich, konsumiere, aber vor allem arbeite. Um Himmels Willen hinterfrage jedoch nichts. Das sind die Aufgaben, die man dir zugedacht hat. Denken gehört nicht zum Plan. Sie sagen dir, die Erde, die Sterne, eben alles Leben ist durch Zufall entstanden. Irgendwann hat es einen riesigen Knall gegeben und dann kam einfach alles so aus dem Nichts. Das ist so bekloppt, dass es eigentlich schon wieder lustig ist. Wer das ungeprüft hinnimmt, wird zwangsläufig ein Schlafschaf. Mäh. Willkommen auf der Weide der Träume. Sie sagen dir, wir wollen das Weltall erforschen. Wir wollen ferne Planeten und andere Himmelskörper erforschen. Wir wollen andere Lebensformen erforschen und finden. Wir wollen wissen, ob wir allein im Universum sind. Dafür brauchen wir dein Geld. Unsere Raketen und Satelliten kosten leider sehr viel Geld, aber es wird letztlich einen Nutzen für die gesamte Menschheit erbringen. Glaubst du diesen Schwachsinn wirklich? Die Raumfahrtprogramme verbrauchen unglaubliche Geldsummen, die natürlich, du hast es sicher schon erraten, du mit deinen Steuern bezahlen musst. Warum beschäftigt sich keine einzige Universität ernsthaft mit dem Thema flache Erde? Die halbe Menschheit fängt wieder an, sich dafür zu interessieren, aber die Wissenschaft ignoriert das komplett. Warum ist das so? Ich kann dir sagen, warum das so ist. Weil die Wissenschaft nicht frei ist. Sie steht im Dienste ihrer Geldgeber und soll der Agenda dienen, an deren Ende nur ein Nutzen für die Bosse dieser Welt entstehen wird. Sieh dich um. Sieh dich um. Da werden pro Jahr Billionen an Dollars weltweit für das Militär ausgegeben. Mit diesen Summen könnte man das Paradies auf Erden schaffen, und zwar für alle Menschen. Es wird aber nicht getan, weil das eben nicht der Plan ist. Die Agenda ist, einer kleinen Gruppe von Wesen, ich möchte sie nicht Menschen nennen, die komplette Kontrolle über alles und jeden auf dieser Erde zu ermöglichen. Sie wollen alles besitzen und über jeden einzelnen Menschen bestimmen. Sie selbst wollen Gott spielen, und dabei ist ihnen der echte Schöpfer im Weg. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr entfernen sie dich mehr von deinem wahren Schöpfer. Nur dazu dient ihre Matrix, die deine Realität erschafft und dich verblendet. Ausbrechen kannst du da nur, wenn du wieder dein eigenes Gehirn einschaltest. Es gibt keinen anderen Weg in die Freiheit, als den über den eigenen denkenden Geist. Was nun, wenn die Erde gar nicht rund ist und all die scheinbaren Aktivitäten der Wissenschaft, der NASA und so weiter nur ein riesiger Schwindel sind? Was ist, wenn die Erde flach ist, mit einem Firmament, in dem sich Sonne, Mond und Sterne befinden, genauso wie es die alten Schriften lehren? Was ist dann? Du solltest diese Möglichkeit wenigstens in Betracht ziehen und sie nicht per Wikipedia-Argumenten, die du selbst nie überprüfen konntest, abschmettern. Wenn die Erde flach ist, steht nämlich eines fest, dass sie, die Erde, eine Schöpfung ist. Sie ist dann von einem Gott erschaffen, genauso wie es geschrieben steht. Ich selbst glaube genau an diese Tatsache. Überlege dir selbst, warum du das leugnest. Du leugnest es, weil es dir so eingetrichtert wurde. Oder ist diese ablehnende Haltung wirklich deine freie, eigene Entscheidung? Sei kein ferngesteuerter Zombie mehr und schalte endlich dein Gehirn ein. Benutze deine Augen zum Sehen, deine Ohren zum Hören und vor allem dein Herz zum Fühlen. Sieh, was um dich herum passiert und wem das letztlich alles dient. Dienen die ganzen Kriege der Menschheit? Schaffen diese Frieden, Gerechtigkeit und Wohlhaben? Du musst immer mehr arbeiten und trägst immer weniger Früchte deines Fleißes. Die Früchte deiner Arbeit jedoch teilst du nicht mit den Armen dieser Welt, sondern hauptsächlich mit den Reichen. Du ernährst diese asozialen Weltenlenker, machst sie fett und fetter, während die Armen immer ärmer werden. Daran erkennst du, dass meine Worte wahr sind. Wie stellte man sich noch vor 50 Jahren die Zukunft vor? Alle Träume von einer besseren Welt, sind sie in irgendeiner Weise realisiert worden? Diese kleine Gruppe von Teufelsanbetern hat sich gegen die Menschheit verschworen und gegen unseren Schöpfer. Das ist keine Theorie,
Das ist ein Fakt. Wenn du das vehement ablehnst, dann nur deswegen, weil du ein Fremdgesteuerter bist. Du lebst fremdgesteuert, du denkst und wahrscheinlich fühlst du auch fremdgesteuert. Kehre um auf den Pfad des Wissens und der Wahrheit, denn die Wahrheit wird dich frei machen, weil sie dich direkt zu deinem Gott führen wird, deinem Schöpfer. Er hat dich nicht verlassen. Du hast dich von ihm trennen lassen, mit deiner Gehorsamkeit und vor allem mit deiner Blindheit. Beschäftige dich mit dem Thema flache Erde, dann wirst du sehen, dass irgendetwas oberfaul ist an dem Weltbild, welches Fremde für dich gemalt haben. Ich verspreche dir, diese Zauberwelt bricht zusammen, wenn dein Geist wieder entflammt und selbstständig zu denken beginnt. Dankeschön.